Hey Leute, ich bin's wieder, eure Ashley. Heute sprechen wir über diese Perfektion hier. Excuse me. Oh, gut. Abgesehen, dass sie ein bisschen zu groß ist. Von eBay. Preisgünstig. Allerdings synthetisch. Ist aber nicht so schlimm. Trotzdem. Look at this. Und das ist nicht das einzige Baby, was ich bestellt habe. Ich habe noch ein Baby bestellt. Und das zeige ich euch jetzt hier. Okay, isn't she cute? Ich finde die auch sehr, sehr süß. Sie ist, im Vergleich zu der anderen Perücke sieht sie ein bisschen faker aus, wenn man das so sagen kann. Und sie ist ein bisschen mähnig, ein bisschen strohig, ein bisschen viel aufgedunsen, aufgeplustert. Das kann man natürlich alles manuell nochmal reduzieren. Ich habe sie jetzt direkt so aufgesetzt und Lace-up gemacht. Und wenn du jetzt wissen willst, wie ich das gemacht habe, dann bleib jetzt dran. Starten wir doch gleich mit dem Teil, das ich bereits auf dem Kopf trage. Und zwar heißt sie Denity. Die Farbe werde ich euch unten gerne nochmal in die Infobox packen. Es ist eine Freetress Equal Lace Front Wig, handgeknüpfter L-Part als Seitenscheitel. Hier kann man die Farbe nochmal sehr gut sehen. Platinblond, Karamell, Schokobraun, darin geht es über. Und sie glänzt noch sehr. Da kann man natürlich ein paar Tricks anwenden, aber das kann ich euch gern später nochmal erzählen. Das hier ist die Lace Front und so sieht die Perücke von innen quasi aus. Sie hat vorne am Ansatz zwei Kämme, hinten einen Kamm. Ich habe einen relativ kleinen Kopf, dementsprechend bin ich froh, dass ich gut justieren kann. Die Lace Front ist sehr, sehr hart. Der Scheitel, da muss man noch ein bisschen aufpassen. Aber machen wir erstmal weiter mit dem Gummizug. Wie gesagt, ich habe einen kleinen Kopf. Das Gute ist, dass ihr sehr gut justieren könnt und dass der Gummizug nicht zu hart ist und auch nicht zu eng sitzt. Das finde ich echt gut an der Perücke. Und aufgesetzt sieht das gute Stück erstmal so aus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, so auch schon nicht schlecht, aber sie hat noch einiges, an dem man arbeiten muss. Zum Beispiel die Lace, die muss man richtig zuschneiden. Die ist wie gesagt sehr hart, aber trotzdem solltet ihr vorsichtig sein, weil es reißen könnte. Einige machen es direkt am Kopf und wie ihr sehen könnt, man sieht kaum was, es ist sehr schwierig, die Haare sind im Weg und so weiter. Also würde ich es lieber off-camera machen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe es dann, ohne es zu filmen, direkt einfach in der Hand gemacht. Der nächste Schritt ist es, die Perücke so realitätsnah wie möglich aussehen zu lassen. Das mache ich mit ein bisschen Concealer, den ich direkt auf den Scheitel aufgetragen habe. Und ja, so sieht es dann aus. Richtig schön. Ihr könnt jetzt noch natürlich ein paar Haare rausziehen, damit es natürlicher aussieht, wie bei dieser Perücke hier. Die heißt übrigens, die Marke heißt Dashley und diese Unit heißt irgendwie Nummer 8. Auch das werde ich euch nochmal in die Infobox packen. Wenn man es direkt aus der Packung holt, sieht das Ganze so aus. Richtig schön edel, Lace Front wesentlich dünner, man sieht auch weiß, also klarer und Babyhaare. Die kommt mit Babyhaaren. Das heißt, ihr müsst sie nicht irgendwie selber so bearbeiten, dass es so aussieht, als ob man da Babyhaare hätte, was ich auch richtig gut finde. Auch hier werde ich den Trick anwenden, dass ich Concealer auf meinen Mittelscheitel auftragen werde. Das habe ich übrigens noch gar nicht erwähnt, der hat einen Mittelscheitel. Und dann sieht das Ganze auch wesentlich natürlicher aus, wenn man es dann gemacht hat. Natürlich könnt ihr noch ein bisschen mit Gel arbeiten, Haarspray, damit das Ganze noch natürlicher aussieht. Aber diese Perücke ist schon echt gut, muss ich ehrlich gestehen. Wenn du mehr von solchen Videos willst, dann lass gerne einen Daumen hoch da. Vergiss nicht zu abonnieren, because warum hast du das immer noch nicht gemacht? Hm? Und ich habe vergessen, was ich noch sagen wollte. Egal, bis zum nächsten Video. Ciao.